einfach angefangen hat zu recorden aus dem Nix. Bist du böse? Das ist nicht euer Ernst. Kein Ausweg! Also spielt Alina das Spiel noch. Guten Tag, meine Freunde, willkommen zu einem neuen Horrorvideo. Nach dem letzten Horrorvideo, in dem wir 3 Rituale gemacht haben, dachten wir, okay, das war's. Aber nein, Leute, das 3. Ritual lief anscheinend nicht gut. Wir haben es zwar beendet, aber anscheinend wurden wir angelogen von den Geistern. Weil nach diesem Ritual hat sie seitdem nur Stimmen gehört. Immer kurz vorm Einschlafen, dann konnte sie nicht einschlafen. Und wir gucken auch noch, ob wir im Spiel von den Schwestern sind. Für die, die nicht wissen, wer diese Geschwister oder Schwestern sind, von denen ich gerade geredet habe, und zwar haben wir im letzten Video ein Ritual gemacht, Sarah Sarita hieß es, Leute. Und zwar sind das zwei, wie es gesagt wird, Leute, zwei mexikanische Mädchen, die brutal von uns gegangen sind und halt jetzt mit diesem Spiel irgendwie mit uns kommunizieren. Das Ganze haben wir auch gespielt und wir haben es zweimal beendet. Schaut euch auf jeden Fall das Video an, Leute. Aber es wurde auch gesagt, dass diese Schwestern gerne lügen. Und dementsprechend kann es auch sein, dass sie uns angelogen haben, Leute. Und wir bis jetzt noch in dem Spiel sind von den Mädchen. Das heißt, so gesehen wissen wir offiziell nie, ob wir wirklich raus aus dem Game sind. Aber das Ding ist, Leute, es wurde halt gesagt, dass man die Tage dann auf jeden Fall beobachten soll. Und ja, bei uns waren die Tage seitdem nicht so gut. Das Einzige, was bei mir so nach diesem Ritualvideo halt passiert ist, ist halt das Aufstehen nachts. Ich weiß nicht, ob da eine Verbindung ist, Leute. Also nach dem Ritual konnte ich bis 4.30 Uhr nicht schlafen. Und ich hatte, glaube ich, 1,5 Stunden Schlaf, weil ich am nächsten Tag früh aufstehen musste. Wollte ich kaum auch sagen, du musst am nächsten Tag früh aufstehen. Ja, und ich konnte bis 4.30 Uhr nicht schlafen. Normalerweise, Leute, ich schlafe schnell ein. Ich gehe zwar um 2 Uhr morgens ins Bett, aber ich schlafe schnell ein und da war es ganz anders. Leute, mir war heiß. Ich hatte das Gefühl, dass jemand im Raum ist und ich könnte schwören. Bis auf letzte Nacht. Letzte Nacht war eine einzige Ausnahme. Ich hoffe, diese Nacht wird nicht schlimm für mich. War eine Stimme von einem Mädchen, was die ganze Zeit meinen Namen gerufen hat. Immer so, Alina. Nur ein Mädchen? Nur ein Mädchen. Nur eine Stimme? Immer dieselbe Stimme. Immer dieselbe Stimme. Die ganze Zeit so, Alina, Alina, Alina. Aber die ganze Zeit, Leute, das hat mich richtig krank gemacht. Weil manchmal so diese Stimme, die hat nicht so Alina gesagt. Also nicht im Abstand oder so. Die hat meinen Namen manchmal so 20 Mal wiederholt oder so. Und das hat in meinem Kopf, das hat mich krank gemacht halt. Das hat mich einfach krank gemacht. Ich wusste nicht, ob ich mir das einbilde, ob ich verrückt bin. Und da habe ich auch in der Nacht 1000 mein Licht angemacht, habe geguckt, ob jemand im Raum ist. Weil, ja, klar, ich war bis 4.30 Uhr wach, weil ich mir einfach nicht vorstellen konnte, von wo. Also seit 4 Tagen wird dein Name am Stück durchgerufen, jede Nacht, oder was? Ja, also außer letzte Nacht. Und sonst nicht so dein Name? Ja, nur mein Name, die ganze Zeit. Nicht so, dass ich komme oder spiel oder so? Nein. Okay, dann würde ich sagen, dass wir auf jeden Fall jetzt dann das Ritual weiterspielen. Nein. Hol die Münzen. Hast du? Nein. Wie nein? Eine wichtige Regel bei diesem Ritual war, dass man die Münzen nicht... Du hast irgendwo hingepackt. Das ich habe die da reingelegt, Alina. Schön, wurde jetzt verloren. Damit sind wir in dem Spiel gefangen. Du. Sie findet die Münzen gerade eben nicht und das ist die wichtigste Regel von allen und man darf die Münzen nicht verlieren. Ey, das war in einem weißen Briefumschlag. Aber ich finde den halt nicht. Hast du die gestern gesehen? Nein. Was? Leute, ich habe sie extra da reingepackt, gell? Boah, Leute, deswegen hasse ich es, wenn man solche Sachen in meinem Zimmer lässt. Alles, was hier in meinem Zimmer weil ist. Weil du so unordentlich bist und ich drauf aufpassen, du spielst gerade mit deinem Leben. Sei leise. Ja, ich weiß nicht mehr, wo das war. Das könnte jeder umschreiben. Alina, kein Mensch hat es angefasst. Ich habe dir vertraut. Ich habe dir mein Leben in deiner Hand gegeben. Ich habe es aber auch nicht genommen. Nein, das ist auch leer. Oh mein Gott. Die war doch gestern einkaufen, oder nicht? Du warst doch letztens bei Rossmann. Du hast bestimmt Geld gebraucht. Nein. Alina, das kann doch nicht sein, dass ich die Münzen verloren habe. Das war die einzige und wichtigste Regel in diesem ganzen Spiel. Wenn man die Münzen verliert und man denkt, dass man noch im Spiel ist,
ist man sein Leben lang gefangen in dem Spiel und hat die Schwestern immer bei sich. Also ich google jetzt, was passiert, wenn man bei dem Terra-Solita-Spiel die Münzen verliert. Leute, ich weiß, es bedeutet nichts Gutes und ich verstehe nicht, wo die Münzen sind. Weil ich schwöre, ich habe meine Schublade nicht angefasst. Ich habe meine Schublade durchsucht, ich habe nichts verlegt, ich habe nichts weggetan, ich habe extra nichts ausgegeben. Leute, ich habe meine Schublade nicht mal angerührt. Da steht, dass es anfängt mit einem Flüstern, Halluzinationen und dass es Berichte darüber gibt, Leute, dass Menschen versucht haben, dieses Ritual zu beenden, aber das Ritual nimmt kein Ende. Also es nimmt kein Ende, man hört immer ein Flüstern, wenn man alleine im Zimmer ist, man bekommt Halluzinationen, Wahnvorstellungen und es kann schwerwiegende Folgen nach sich ziehen und daher soll man gewarnt sein. Das Sarah-Sarita-Ritual, das gefährlichste Ritual. Ey, geh doch weg von der Seite, kein Wunder, dass dein Handy gehackt wird. Guck mal, wie die Seite aussieht. Wie denn? Oh mein Gott, letztens? Was? Oh mein Gott! Das hast du gar nicht erzählt, als ich in deinem Zimmer war. Oh mein Gott, Leute, ich habe es euch noch gar nicht erzählt. 2 Tage nach dem Ritual, also ziemlich frisch, 2 Tage gestern nach, habe ich mich geschminkt und fertig gemacht, weil ich wollte rausgehen an dem Tag. Inga ist an dem Tag in mein Zimmer reingekommen. Ich stand vor dem Spiegel, okay? Vor dem Spiegel. Mein Handy war auf meinem Nachttisch und es hat geladen. Und aus dem Nichts, Leute, ich hatte Musik gehört und mein Handy, die Musik hatte gestoppt. Und ich dachte, dass Inga das war, gell, Leute? Ich drehe mich um. Mein Handy hat ein Video aufgenommen. Ein Video von... Mhm. Nein, ich habe es gelöscht, weil das war einfach halt so schwarz. Also ja, gelöschte Daten. Das ist schon gelöscht alles. Ich verstehe meine gelöschten Daten. Mhm. Dass quasi die Kamera... Auf Video war. Auf Video war? Und dann einfach nur so... Einfach angefangen hat zu recorden. Ach, sind nix. Das dir angehört? Ja, da waren die. Die hat er direkt dann weggemacht. Und aufgrund dessen, weil diese Münzen weg sind... Und warte, und ich schwöre, seitdem mein Handy ist so creepy. Mein Handy, es geht in irgendwelche Chats rein. Es schreibt irgendwelche komischen Sachen. Was? Ja, es schreibt... Was für Sachen? Weißt du, so komische Buchstaben. Aber keine Wörter. Was ist, wenn irgendwelche Verschlüsselungen sind? Keine Wörter. Doch, manche so komische Wörter, die gar keinen Sinn machen. Warte, wo du nichts drauf tippst. Ja, ich gehe zum Beispiel, ich gehe in einen Chat rein und ich will was schreiben oder ich bin auf Snapchat oder so und es geht in einen Chat und es tippt irgendwelche Wörter, die gar keinen Sinn machen, die gar keinen Zusammenhang haben. Zum Beispiel und dann auf Deutsch. Auf Deutsch, ja. Also wir müssen trotzdem irgendwie einen Weg aus diesem Spiel herausfinden. Wir haben ja ein Ouija-Board hier und das werden wir jetzt auch benutzen, um aus dem Spiel auszutreten. Ich habe es nicht eingebildet. Jetzt hole ich das Ouija-Board kurz. Ich habe bis 4.30 Uhr, auch. Ich habe es mir nicht eingebildet. Hey, das Ouija-Board ist da. Ja. Was laberst du? Ja, schon seit 100. Ja, wir haben das hier hingeschaut. Ich bin so krank. Also, du kannst kein Ouija-Board in mein Zimmer lassen, wie du das kein Ouija-Board in mein Zimmer lässt. Schon vor lange hier. Es ist mir egal. Wir haben es zuerst in den Keller gelassen, aber dann... Es kann doch jahrelang hier sein. Digga, kein Wunder, dass ich nicht schlafen kann. Du übertreibst. Ja, klar, ich übertreibe immer. Leute, kein Wunder, dass ich nicht schlafen kann. Einfach ein Ouija-Board in meinem Zimmer. Dieses Ouija-Board kommt nach diesem Video weg, ganz sicher. Ist hier jemand anwesend? Gebe uns ein Zeichen, wenn jemand hier anwesend ist. Seid ihr zu zweit hier? Bist du böse? War das jetzt ein Yes? Möchtest du deinen Namen verraten? Ganz schön viel Sinn, Alina. Was stand da? Alina! Oder Alina? Was? Ich habe irgendwas. Alina? Mein Name!
Also ich glaube nicht, dass da Lina stehen, Leute, weil es würde keinen Sinn machen, weil... Oh mein Gott. Das heißt, sie wissen deinen Namen, Alina. Warte. Kann das sein, weil du die Münzen verloren hast, dass die jetzt in dir leben? Ja, das sagt man nicht. Wisst ihr, wo die Münzen sind? Yes. E R F O. Verflucht? Werde, was ist verflucht? Nein, das kann nicht stimmen. Die meine ich mich. Was haben die Stimmen in der Nacht zu bedeuten? Was ist der Weg, um aus diesem Spiel rauszukommen? Schnellstmöglich. Erzähl es mal. Schmerz? Leute, ich kann gar nicht denken, weil ich nicht weiß, nicht, was sowas rauskommen soll. Sollen wir neue Münzen benutzen, um ein neues... Das geht doch gar nicht. Das geht nicht. Paar E-N-A-U-S-E-E. Kein Ausweg. Also spielt Alina das Spiel noch. Du brauchst echt Geister hier in dein Zimmer. Gibt es einen Ausweg aus diesem Spiel? Zwei Leben, oder was? Ja, aber warte, das wirkt für dich als zweites Leben. Was? Was? Inga nimmt es so auf, als würden die dir gerade die Chance geben, ein zweites Leben zu führen. Wie ein zweites Leben? Die Chance auf ein zweites Leben, auf einen Neustart. Nein, so meinte ich das nicht. Oh, da hab ich meinte, dass die wollen selber ein zweites Leben durch Alina. Digga, ich hab dieses Zeitlebengramm so verstanden, als würden sie dir die Chance geben, ein neues Leben zu führen. Aber wo ist Inga jetzt so sagt, dass die also in dir sagen, leben wollen? Also wollt ihr mir sagen, dass sie mich nicht in Ruhe lassen wollen? Nein, wollen in dir leben. Warte. Mädchen, hört auf damit. Wollt ihr uns verraten, wer ihr überhaupt seid? Das könnte jeder sein. Jeder. Das könnte auch Bloody Mary sein. Es könnte jeder sein. Jeder, mit dem wir je geredet haben. Das könnte wie bei Annabelle irgendjemand sein, der unsere Seele möchte, in unseren Körper rein, der uns bei uns weiterleben möchte. Okay, das bedeutet, ich habe keinen Ausweg. Anja, wir wissen nicht mehr, mit wem wir reden. Das kann sein, dass auch das die ganze Zeit lügt. Okay, aber egal, wer auch immer das ist, Leute, das bedeutet, ich habe noch immer keine Lösung, wie ich aus dem Spiel rauskomme. Dürfen wir diese Sitzung beenden? Erlaubst du uns, dass wir diese Sitzung beenden dürfen? Yes, fertig.
Okay, wir verabschieden uns. Goodbye. Die Sitzung wird hiermit beendet. Ich habe mich so beobachtet gefühlt, aber aus dem Schrank. Aus der Seite die ganze Zeit. Lass mal gucken. Leute, gegen Ende habe ich mich so beobachtet gefühlt von hier. Jetzt wäre da irgendwas. Sieht alles normal aus. Also, ich habe das Gefühl, dass wir kein Stück weiter gekommen sind. Wir wurden irgendwie in die Irre getrieben. Ich weiß nicht, wer mit uns gesprochen hat, ob es böse Absichten hatte oder gute, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das was mit dem Spiel zu tun hatte. Alina. Weil so gesehen haben wir es dieses Mal beendet durchs Goodbye. Leute, sie muss gucken, ob sie diese Stimmen jetzt die nächsten Tage auch hört. Ja, ich glaube, das waren gar nicht die. Ja, es hat sich gar nicht so angefühlt. Null. Ich habe irgendwie... Ich weiß nicht warum, aber ich habe auch das Gefühl, dass es nicht die beiden Schwestern waren. Ich habe das Gefühl, dass jemand uns einfach in die Irre treiben wollte. Da hat sich irgendwas bewegt. Hast du es auch gesehen? Ja. Oh mein Gott, ich kann mich nicht mehr bescheuert. Was? Da hat sich im Schrank irgendwas bewegt. Was redest du? Das war aber so ein Lichtschein wieder. So ein Lichtschein wieder. Oh mein Gott, das fängt wieder an. Nein, Leute. Leute, da war wieder so ein Lichtstrahl, aber so wie wir beim letzten Mal gesehen haben, wo wir hier waren. Aber es war viel größer und viel näher. Also du hast ganz dringend die Räucherstäbchen. Ja, bring sie. Ach so, ich hab die nicht mehr. Was redest du, Inga? Ich hab die nicht mehr. Was redest du, Inga? Das ist nicht euer Ernst. Ich hab sie nicht mehr. Und in so einem Zimmer soll ich leben und schlafen? Oder im Keller. Ich glaube im Keller. Im Keller. Streu dich ein Salz ein oder so. Salz bringt bei sowas nichts, Zena. Ich brauche Räucherstäbchen. Ja, oder du schläfst einfach und dann guckst du, was passiert. Ja. Digga, was geht in euren Kopf ab? Leute, in meinem Zimmer ist ein... In meinem Zimmer ist ein Ouija-Board. Aus meinem Schrank kommen irgendwelche Schatten. Wir machen irgendwelche Sarasarita-Rituale. Wir haben mit irgendwelchen Präsenzen geredet und ihr sagt zu mir, schlaf einfach. Ja, du hast gesagt, du kannst immer schlafen. Achso, ohne nicht zu vergessen, in meinem Spiegel haben wir auch mal öfters Rituale gemacht. Okay, Leute, schreibt jetzt in die Kommentare Hashtag 1, wenn ihr denkt, dass die, mit denen wir geredet haben, nicht die Schwestern waren und dass Alina auch immer im Spiel ist. Und dann Hashtag 2, wenn ihr denkt, dass sie aus dem Spiel ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, das waren nicht die Schwestern und wir spielen dieses Spiel noch immer, bis wir die Münze gefunden haben und Ausweg gefunden haben. Ja, und Frage, wenn wir die Münze immer noch nicht finden, was dann? Ja, das stimmt, es kommen schwere Sachen drauf und zu schlimme Sachen.